Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Ab morgen wieder Sport und Kultur möglich. So funktioniert's. Und Backen mit Gritti Grisini. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Die Tage fliegen, es ist schon wieder Donnerstag und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Mit Spannung erwartet wurde dieser Tage verkündet, dass ab morgen unter bestimmten Voraussetzungen Sport und Kultur wieder möglich sind. Um zu erfahren, wie das dann genau aussehen wird und was Besucher und Nutzer beachten müssen, haben wir heute zwei Einrichtungen besucht. Unsere erste Station war heute der Sportpark Zwickau in der Ossietzky-Straße. Seit vielen Jahren berichten wir über die Aktivitäten des Gesundheits- und Fitnessstudios. In Pandemiezeiten sind wir noch ein Stück weit näher zusammengerückt und haben Ideen entwickelt, um in Lockdown-Zeiten die Mitglieder trotzdem zu erreichen. In unserem laufenden Programm haben wir die Online-Kurse übertragen und die Zusammenarbeit hat sich bewährt. Absolut. Ne? Die Leute waren glücklich, dass über diese Zeit hinweg das Sportprogramm nach Hause geführt hat. Aber viele sagen eben auch, Mensch, wir vermissen euch, wir vermissen das gezielte Gerätetraining. Mein Rücken tut wieder weh. Die Gymnastik alleine hat nicht gereicht. Ich brauche halt die Kräftigung für die Geräte und glücklicherweise geht es halt morgen jetzt wieder los. In welcher Form genau? Alle Geräte, alle Trainingsbereiche sind geöffnet. Das heißt so, dass ich meinen Trainingsplan wieder so gestalten kann, wie es eben ist. Ob für Herz-Kreislauf-System, ob für den Rücken, ob allgemein Fitnessprogramm, ist alles wieder möglich. Ab Montag, den 24. starten wir dann auch wieder im vollen Kursumfang und eben auch das komplette Saunaprogramm. Wer hierher kommen möchte oder wem es ein Herzensbedürfnis ist, wieder hierher zu kommen, was muss er mitbringen, was muss er vorweisen? Also es gilt die 2G+-Regelung, das bedeutet, dass man eben genesen, geimpft ist und da dazu eben einen Test. So wie unser aktueller Kenntnisstand ist es aber die Aktualisierung in den letzten 3 Monaten. Das heißt also, wenn jemand geimpft war, innerhalb der letzten 3 Monate genesen, dass diejenigen noch keinen Test benötigen, aber das ist noch nicht hundertprozentig sicher, wir warten noch auf die aktuelle Verordnung. Egal wie rum, wenn doch es jemand nicht schafft, einen aktuellen Test zu bekommen, haben wir für denjenigen auch eine Lösung vor Ort. Wer sich noch mal ganz genau informieren möchte, wie kann er das tun? Wir haben eine Servicenummer, so wie die ganze Zeit eben auch an, immer von 10 bis 17 Uhr. Aber ab Freitag sind wir im vollen Umfang erreichbar, das heißt von früh um 8 bis abends 23 Uhr. Nun fragen wir trotzdem mal, es ist ja so, Weihnachten ist noch gar nicht so lange her, viele haben ein Stück weit zugenommen. Jetzt mal, wenn Sie hierher kommen, was liegt euch am Herzen, den Menschen an die Hand zu geben, dass sie vielleicht für den Sommer ihr Traumgewicht erreichen? Generell gilt nicht Vollpower am Anfang, weil das ist meistens an den nächsten Tagen nicht so toll, das Ergebnis auch nicht so gut. Wir empfehlen, wie bei einem langen Urlaub, die ersten 2-3 Wochen ein bisschen vorsichtiger zu machen. Als Grundempfehlung sagt man so ein Drittel bis die Hälfte weniger als Intensität oder auch eben als Umfang und dann danach wieder langsam in das gewohnte Trainingsprogramm zurückführen. Der ein oder andere Ernährungstipp, den behalten wir dann hier auch vor Ort parat. Wir haben ja noch genügend Zeit, so als Stichtag für den 15. Mai, da passen ja noch ein paar Monate rein. Und ihr freut euch sicher, eure Gäste wieder empfangen zu dürfen. Wir freuen uns natürlich, das ganze Team steht bereit. Wir schauen mit den Hufen, um Angriff zu nehmen und die Trainingspläne mit unseren Mitgliedern zu gestalten. Und dann hatte Sven Zeisler noch einen wichtigen Hinweis. Ja, leider schaut nicht jeder dein Fernsehprogramm, euer Fernsehprogramm. Deswegen haben wir eine ganz große Bitte. Wenn ihr zu Hause Freunde habt, wo ihr wisst, dass die hier auch trainieren, bitte teilt denen allen mit, dass wir ab morgen wieder starten. Weil der ein oder andere weiß es halt wirklich noch nicht und wartet dann so noch 2-3 Wochen und hätte morgen schon mit dem Training starten können. Also nichts wie ran, teilt in euren WhatsApp-Gruppen, Sport geht wieder los ab morgen und dann sehen wir uns hier vor Ort. Zurück im Stadtzentrum war unser nächster Stopp der Filmpalast Astoria. Hier waren wir mit dem Theaterleiter Mike Riemenschneider verabredet. Nachdem wir im Sportpark zu Gast waren, die Sportbetriebe machen ja morgen auch wieder auf, sind wir jetzt heute hier im Filmpalast Astoria zu Gast. Herr Riemenschneider, ganz lieben Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Wie geht es denn jetzt weiter? Wir sind alle ganz gespannt. Morgen öffnen wir die Kinotore wieder und schalten die Leinwand auf grün. Und wir sind ganz froh, dass es auch gelungen ist, dass wir die Filme, die ursprünglich ja im Dezember schon angelaufen sind, jetzt doch nochmal wieder zurückgeholt haben auf die Leinwand. Also
die Zwickauer können sich gerne auf Spider-Man freuen. Natürlich spielen wir Encanto. Die ganzen neuen Produktionen sind auch mit dabei. Scream startet heute eigentlich schon in den Kinos. Wir haben Spencer, einen Film über Lady Di, der ganz sehenswert ist. West Side Story, also alles, was das Herz begehrt. Ich rieche es schon. Es riecht auch schon wieder nach Popcorn. Also kulinarisch wird auch wieder alles vorbehalten. Richtig, also alles das, was zum Kino dazugehört, Popcorn, Cola und Co. haben wir natürlich auch zu bieten. Und das macht ja wirklich das Erleben Kino wirklich richtig greifbar und auch, wie sagt man so schön, olfaktorisch fühlbar. Trotzdem ist es ja so, dass wir uns an die Regeln halten müssen. Wie sehen die jetzt explizit ab morgen hier aus? Also wenn man dem glaubt, was in der Pressekonferenz kommuniziert wurde, dann ist natürlich 2G plus das Maß der Dinge. Wir haben auch die Kapazität der Säle reduziert auf 50%. Also es kann jeder sicher und beruhigt hier ins Kino kommen. Wir haben ein ausgefeiltes Hygienekonzept, wir haben eine gute Lüftungsanlage. Es ist nur aufgrund der Tatsache, dass wir die Saalkapazität begrenzt haben, ganz wichtig, im Vorfeld auch zu gucken, ob noch genügend Tickets verfügbar sind. Weil aufgrund der Abstände muss man natürlich Zugeständnisse zugunsten der Plätze machen. Online kann man die Tickets natürlich weiterhin buchen. Ja, das ist auch alles so eingestellt, wenn Sie Online-Tickets kaufen. Sie können in der Familie natürlich zusammensitzen. Der Nächste, der dann auf der gleichen Reihe bucht, hat dann statt 1-2 Plätze Abstand. Wir haben ja in der Stadt genügend Testmöglichkeiten. Die Leute, die auch relativ spontan sind, sagen, hey, in 2 Stunden geht's los, finden sicher die Möglichkeit, sich vorher noch testen zu lassen. Absolut. Also es gibt da hier im unmittelbaren Umfeld, in der Robert-Koch-Apotheke, Plauensche Straße, es gibt am Platz der Völkerfreundschaft Testmöglichkeiten. Und auf der Seite des Landratsamtes gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, sämtliche Testzentren in Zwickau zu erfahren. Da kann man sich auch den Tag besser planen, früh zum Testen, Abend zum Kino, das passt. Ich habe in Ihrer Pressemitteilung gelesen, dass es da ein kleines Schnäppchen gibt zu den Eintrittspreisen. Ja, wir haben am Sonntag den Familiensonntag. Das heißt, da kommen die Erwachsenen zum Preis für die Kinder rein. Und das Besondere ist in dem Fall, dass es eine Vorpremiere zu Sing 2 gibt. Das ist der neue Animationsfilm, die Fortsetzung von Sing. Da bieten wir 4 Tage vor dem offiziellen Kinostart der ganzen Familie die Möglichkeit an, gemeinsam ins Kino zu gehen. Wir haben es ja alle gemerkt. Wir werden ja ein bisschen dünn heute schon in diesen Zeiten und fragen unsere Gesprächspartner, was ist denn in diesen so anderen Zeiten Ihr ganz großer Wunsch? Ach, vielleicht, dass man so ein bisschen sich besinnt und mehr miteinander spricht und vielleicht auch mit Respekt dem anderen gegenüber entgegentritt und sich vielleicht auch nicht immer komplett verrückt machen lässt und den Verstand nicht ausschaltet. Dann wünschen wir Ihnen einen guten Start, dass ganz viele Zuschauer und Gäste wieder hier in den Astoria Filmpalast kommen. Alles Gute. Danke sehr. Dann bleibt zu hoffen, dass diese Öffnungen, die endlich wieder Zugang zu Kunst, Kultur und Sport gewähren, nicht nur von kurzer Dauer sind. Der große Wunsch dahinter natürlich, irgendwann in naher Zukunft wieder zu einer Normalität zurückkehren zu können. Das sind doch mal wieder positive Signale. Dann hatte Mike Riemenschneider auch noch eine Überraschung für Sie, liebe Zuschauer. Denn wir verlosen nun 2x2 Freikarten für Sing 2, die Familienkinopremiere am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Alles, was Sie tun müssen, uns eine E-Mail schreiben an gewinn@westsachsen.tv und mit etwas Glück gehören die Karten Ihnen. Nach rund einem Jahr akribischer Ermittlungen durchsuchten 3 Beamte des Polizeireviers Zwickau ein privates Grundstück im Ort Hirschfeld bei Zwickau. Der Bewohner, ein 34-jähriger Deutscher, wurde dann am vergangenen Montagmorgen von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen. Die Beamten fanden in den Wohnräumen des Mannes und in einer Scheune erhebliche Mengen an Heroin, Crystal, Marihuana, 1900 Ecstasy-Tabletten sowie anabole Steroide. Die gefundenen Substanzen haben einen Marktwert von ca. 60.000 Euro. Ebenso wurde eine funktionstüchtige Druckluftwaffe und 4.445 Euro Bargeld gefunden. Da bei der Durchsuchung eine Waffe gefunden wurde, wird nun wegen bewaffnetem Drogenhandel ermittelt. Hier liegt das Mindeststrafmaß bei 5 Jahren. Der Haftrichter erließ am vergangenen Montag Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an, weshalb sich der 34-Jährige nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Werbung.
Der Finanzmarkt ist turbulent und komplex. Ist Ihr Kapital geschützt vor Wertverlust, Inflation und Negativzins? Sind Altersvorsorge, Nachlass und Unternehmensnachfolge geregelt? DRH ist zu diesen Fragen für Sie da. Als Ihr persönlicher Finanznavigator agieren wir bankenunabhängig direkt an Ihrer Seite. Mit aktiv gesteuerter Vermögensverwaltung, fundierter Anlageberatung und umfassendem Family Office schaffen wir exzellente Aussichten. Seit mehr als 20 Jahren sind wir in Zwickau und Dresden zu Hause. Als Sachsens älteste private Vermögensverwaltung verstehen wir Ihre Mentalität. Wir sprechen eine Sprache. Diskretion und Professionalität zeichnen uns aus. DRH Vermögensverwaltung, Ihr Kapital exzellent verwaltet. Und? Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Ich bin die Conny Neuhauner aus Zwickau und ich gehe gerne hier ins Fitnessstudio, weil es hier sehr abwechslungsreich für mich ist mit allen Geräten, die ich hier nutzen kann. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Nach so vielen leckeren und süßen Dingen in den vergangenen Wochen war es mal wieder Zeit für etwas Herzhaftes. In der Folge 45 von Backen mit Kritti geht es um einen einfachen, aber leckeren Snack. Grissini oder Knabberstangen sind einfach in der Herstellung und schmecken am besten mit einem Dip. Guten Morgen, liebe Soigen, seid ihr auch schon wieder da? Ach, gerne, wir haben doch alle keine Soigen. Nee, Spaß beiseite, jetzt wird's ernst. Heute gibt's Grissini, ein italienisches langes Stängelein, knusprig, einige kennen's. Und ich habe gedacht, wir probieren's mal, was Herzhaftes nach der ganzen süßen Geschichte. Und ich würde sagen, wir legen ja schon los. Was wir alles Schönes brauchen. Also, wir brauchen 200 Gramm Mehl. Typ 405, 550er, Dinkelmehl, es geht wirklich so gut wie alles. Ein Teelöffel Trockenhefe, so eine kleine Prise groben Pfeffer, einen Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Olivenöl, 100 bis 120 Milliliter lauwarmes Wasser, ein bisschen so handwarm,
Wie gesagt, Pfeffer für oben drauf zum Garnieren oder Mohn, Sesam, was Sie gerne hätten. Und ein bisschen Wasser, einfach um das mal sehen, wie der Teig dann wird, wie er sich entwickelt. Und schon geht's auch los. Unsere Schüssel brauchen wir wieder. Geben unsere Mehl rein. Unsere Trockenhefe. Pfeffer, der gibt dem Ganzen immer ein bisschen Kick. Salz. Und schon geht's auch los. Unser Öl. Und unser Wasser. Und jetzt verkneten wir das Ganze zu einem kleinen schönen Teig. Sie werden sehen, das geht wirklich geschwind. Wenn Sie die Masse machen mit so 200 Gramm, also es brauchen Sie wirklich absolut keine Maschine. Das geht super mit der Hand. Oder ja, also da würde ich jetzt eine nette Maschine einmatschen. Wenn Sie natürlich das Doppelte machen, selbst beim Doppelten ist es noch okay. Wenn Sie eine dreifache, vierfache Menge machen, dann würde ich sagen, okay, Sie können die Maschine nehmen. Ansonsten würde ich das gucken. Dann ist ja schon fast ein kleiner Teig fertig. Jetzt geben wir ein bisschen Mehl auf unsere Arbeitsfläche. Geben unseren Teig raus. Was so ein bisschen an den Händen klebt, das macht gar nichts. Dann nehmen wir wieder ein bisschen Mehl und tun das so dick. Und dann kneten wir den schön auf. Der bekommt dann ein bisschen Struktur. Also Sie merken, das Grobe geht weg und er wird ganz, ganz weich. Ich kann Ihnen aber erzählen, während ich hier ein bisschen knete, ich habe einen Thermomix. Ja, kann jeder halten davon, was er will. Ich war auch ein bisschen ein Gegner, aber ich finde den absolut super. Und viele haben gesagt, Kriti, hast du schon mal Teig gemacht? Ich sage, ich Teig im Thermomix. Die sehen nicht aus, seid ihr verrückt? Nee, jetzt habe ich gedacht, Mensch, ich muss es mal probieren. Ich muss das jetzt probieren, ich mache jetzt hier so einen Teig. Nein, alles abgewogen, 3 Minuten und ich sage Ihnen, der Teig kam raus, glatt wie ein Babypogo. Also gut, das ist natürlich wirklich, ich musste mich eines Besseren belehren lassen, aber man lernt nie aus. Es geht aber auch wirklich mit der Hand. Aber deswegen sage ich niemals sagen, niemals nie. Ne? So, und Sie sehen, hier ist er, der Teig. Wie gesagt, mal eine halbe Stunde ruhen lassen. Ich bin gleich wieder da. Ich hole eine vorbereitete. So, hier ist er. Der war jetzt eine halbe Stunde so ein bisschen gegangen. Und Sie sehen, der hat schön, schönes Volumen. Wie gesagt, hier ist es die doppelte Menge. Ich will Ihnen mal zeigen, was man alles ein bisschen so machen kann. Den legen wir beiseite, den legen wir einfach wieder rein. So. Mehl drüber und dann geht es auch schon los. Wir arbeiten den jetzt ein bisschen so auf. So. Das ist ein ganz einfacher Teig. Ich würde den jetzt nicht als Semmelteig nehmen, ne? Oder so als Brotteig, weil einfach wenig Hefe drin ist. Der würde nicht ganz so aufgehen. Das ist ein trockener Teig, der soll ja auch trocken sein. So, und dann. Ich habe einfach den Doppelten genommen, weil sonst das Rollholz, das würde sonst alles wieder verschwinden lassen. Und Sie sehen, schon, der lässt sich wunderbar aufarbeiten, aufrollen. Und dann machen wir den so schön halb so groß. Vielleicht für dich zu Hause, schön dünn ausrollen. Und dann haben wir schon die Stufe. So, dann bräuchten Sie entweder nehmen Sie ein kleines Messer, ein Teigschaber oder ich sag mal irgendwas, womit man schneiden kann. Das Messer ist halt immer zu Hause auf der Arbeitsfläche ein bisschen gefährlich. Wenn Sie es umgedreht nehmen und ziehen es so, dann ist es auch kein Problem. Ich fange mal hier an, dass Sie es sehen. Und dann schneiden wir einfach, ziehen solche langen kleinen Teigabschnitte. So. Da gibt es auch solche Pizzaroller. Sie können das ganz verschieden machen. Machen Sie es dicker, machen Sie es dünner. Das hängt halt immer drauf an, wie die Stäbchen werden sollen. Sollen sie dünner werden, sollen sie dicker werden. Ich kann mal ganz dünn machen, so. Und dann zeige ich Ihnen, ziehen wir die ein bisschen rund. Dann machen wir die, ziehen wir die einfach so ein bisschen lang und ziehen die wieder rund.
Viele kennen das auch so von den Kindern. Also es ist völlig egal, wie sie es machen. Hauptsache, sie werden rund, wie es ihnen besser gelingt. So geht es natürlich auch gut. Die sind ein bisschen dicker. Die hier sind natürlich etwas dünner. Genauso gut. Sie sehen, ich habe überall noch Teig, aber das macht nichts. Behobelt wird, fallen Späne. Wenn man immer bei einer Sache bleibt, ist das ja nicht schlimm. Und Sie sehen, das ist ein wenig lang. Die kann man gut und gern nochmal um die Hälfte einkürzen. Und dann sind die so. Achten Sie aber bitte drauf, dass wenn Sie dünne machen und dicke machen, nicht auf ein Blech. Also ich mache das jetzt, aber bei Ihnen zu Hause bitte nicht. Also immer entweder nur dünne oder nur dicke. So, und das Ganze können wir auch nochmal einfach so machen. Da hat man ein bisschen andere Form. Die sehen dann rustikaler aus. Knapseln Sie es weg. So, und Sie sehen, et voilà, schon sind Sie fertig. Das Ganze geben wir jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 6 bis 7 Minuten in den Ofen. 6 Minuten bis 7 Minuten rein. Dann sehen Sie, oh ja, jetzt fangen Sie an, dann langsam goldig, bisschen dunkel an der Seite. Drehen Sie es nochmal um 10 bis 15 Grad runter und lassen Sie es weitere 5 bis 6 Minuten im Ofen. Und dann werden die knusprig, trocknen die aus und werden spitzenmäßig. Bis gleich. So, hier sind unsere Christini fertig. Sie sehen, einwandfrei, so müssen sie aussehen. Wie gesagt, ich habe es gern so ein bisschen rustikaler. Man sieht, dass es selbst gemacht ist, nicht industriell hergestellt. Und die schmecken einfach gut. Letztens kam mein Bruder, sagt er, oh, Grüti, was hast du denn da gebacken? Hm, wie kostet, hören Sie mal. Das knackt wunderbar, ne? Knackt richtig schick. Sagt er, was soll denn das sein? Sag ich, Gerli, das sind Grissinis. Was? Sagt er, das gibt's doch gar nicht. Eine Stunde später kommt meine Schwägerin und sagt, oh, Grüti, hast du Grissini gebacken? Sehen Sie, wo liegt der Fehler? Wahrscheinlich da. Ich sag Ihnen, kann man super dippen. Für einen Abend ist das eine ganz super Geschichte. Oder zwischen, nein, das kann man immer, ich glaube, man kann es sogar mit Nutella und solchen Sachen essen. Also das habe ich zwar noch nicht probiert, aber man kann alles versuchen. Wie gesagt, ich denke, es ist mal eine andere Sache, es ist eine Alternative. Schalten Sie wieder ein, ich freue mich. Mit oder ohne Sorgen, ist doch egal. Wir müssen durch, bis zum nächsten Mal, eure Grüti. Tschüss. Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Nach dem gestrigen Bekanntwerden der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen, gültig ab Freitag, können nun wieder bis zu 1000 Zuschauer ihre Athleten oder Mannschaften anfeuern. Wie bereits die Eispiraten Grimmitschau und der FSV Zwickau mitteilten, dürfen am kommenden Wochenende wieder Zuschauer in die Stadien. Auch die Veranstalter des Weltcups in Klingenthal meldeten sich. Hier dürfen am kommenden Wochenende ebenfalls 1000 Fans zum FIS-Weltcup Nordische Kombination jubeln. Wann die Tickets verkauft werden, welche Verordnungen es gibt, bitten wir Sie, bei den jeweiligen Vereinen bzw. Organisationen zu hinterfragen. Pia Adams wird ihren Vertrag beim BSV Sachsen-Zwickau nicht verlängern und sich nach Ablauf der Saison 2021-22 einer neuen Herausforderung stellen. Die 26-jährige gebürtige Leverkusenerin, welche seit 2020 beim BSV unter Vertrag ist, möchte wieder näher Richtung Heimat. Pia war vergangene Saison die Spielerin des Jahres. Norman Rentsch bedauert ihren baldigen Abgang sehr. Er bzw. der BSV hätte gern mit ihr verlängert. Die Spielleitung des DFB hat das für Samstag geplante Heimspiel des FSV Zwickau gegen den FC Viktoria Köln auf heutigen Antrag des FSV abgesetzt. Grundlage der Entscheidung, über die beide Clubs vorab informiert waren, ist § 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Dem FSV Zwickau stehen aktuell weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die im Paragraphen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist. Grund sind insgesamt 8 Corona-Fälle in der Mannschaft des FSV Zwickau.
Bei 2 Spielern wurde die hoch ansteckende Omikron-Variante verifiziert, weshalb das Gesundheitsamt Zwickau auch für weitere Teammitglieder eine Quarantäne angeordnet hat. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest. Werbung. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. In den Freitag starten wir mit Sonnenschein. Gegen Nachmittag zieht sich der Himmel zu. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Das Quecksilber klettert bis auf 5 Grad. Bei ähnlichen Werten erwartet uns am Samstag ein recht trüber Tag. Regnen soll es nicht. Am Sonntag frischt der Wind dann auf. Mit etwas Glück lässt sich in den Vormittagsstunden die Sonne blicken. Im weiteren Tagesverlauf dominieren Wolken den Westsachsenhimmel. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 3 Grad. Der Start in die neue Woche gestaltet sich recht durchwachsen. Im Verlauf des Montags kann es bei Werten um die 5 Grad immer wieder zu Regenschauern kommen. Liebe Zuschauer, das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Donnerstag. Morgen am Freitag gibt's dann die letzte Ausgabe für diese Woche und dann steht schon wieder das Wochenende bevor. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen erholsamen Abend. Bis morgen. Machen Sie es gut.